Komm, rein. Ab dafür. Will mich keiner? Ja, mal wieder heilen. So, komm, auf ihn. So, der wird jetzt aber mal ordentlich im Fernkampf. Der ist mir etwas zu heiß. Jetzt aber. Ah, ja. Ich sag ja, irgendwie so ein komischer Feuerschiff. Und der sorgt anscheinend auch dafür, dass keine Fernkampfattacken wirken. Ach komm. Ja, direkt drin stehen scheinen da aber keine. Nicht zu verbrennen. Ist hier eigentlich ein Verbündeter gestorben? War ja nicht noch jemand, der mitgespielt hat, quasi. Also wirklich für den Nahkampf bin ich nicht ausgelegt. Scheint noch nicht allzu viel Schaden zu machen, die normalen Attacken. Nett! Ich habe fast genug Eier. Nur noch ein paar vielleicht. Und das Ding ist hinüber. Ups. Das spürt ihr noch tagelang. So. Haben wir endlich Ruhe? Wir haben Ruhe. Okay, der Kerl läuft nur zurück. Zielpunkt hier hinten. Ach, Handzahn schon wieder. Schon wieder eine Invasion. Ist mir mittlerweile aber auch so ziemlich egal. Bin schneller als ein Centaur. Ja, gegen Wölfe wird jetzt immer das Schwert rausgeholt. So. Eine Kombination aus Magie der Flammenlegion und Technologie der Schaufler hat mich heute zu Tode erschreckt. Es war unglaublich, grauenhaft. Sie nannten es Kompu irgendwas. Computer? Mehr konnte ich nicht ausschnappen, bevor sie mich wegscheuchten. Okay, mal sehen, ob die Dinge auch alle registriert wurden. Stille Post. So. Die nächsten drei sollten sich eigentlich dann
in den Wandererhügeln befinden. Da ich aber kurz nachschauen möchte, ob nicht dieses letzte Andenken memorabel, wie auch immer, sich nicht eventuell hier befindet, mache ich hier den Cut und wir sehen uns sonst wieder in den Wandererhügeln. Bis gleich. So, hallo, hallo. Oder, um mal keine Leute zu verwirren, moin moin. Es gibt eine sehr schöne Karte. Hier fehlen tatsächlich noch zwei unterschiedliche Fundgegenstände. Sollten sich noch auf dem Dissia-Plateau befinden. Der mögliche Ort ist aber sehr variabel. Heißt, wir werden hier jetzt etwas durchsuchen müssen. Als die Arbeit gemacht wird, in der Hoffnung, das Dissia-Plateau hinter mir bringen zu können. So. Und bei Stille Post. 3 von 12? Sollen es sich einfach nur 6 sein? Ach du Kacke. Naja, egal. So. Unser erstes Ziel sind etwa diese beiden Orte. In der Hoffnung, dass sich hier noch was befindet. Das ist nur ein Ausgräber, Ratten. Nicht wirklich was. Fleischwürmer, Moment, hier können wir vielleicht einmal hoch. Nicht, dass das oben drauf ist. Sieht nicht danach aus. Ja, das wäre eigentlich sonst hier unten gewesen, unter der... Hier drunter. In der Ecke sollte sich das sonst befinden. Aber... Nee, das... Sieht doch recht erfolglos aus. Okay, gehen wir erstmal wieder ein bisschen Richtung Süden. Denn nur weil wir grob dran vorbeigelaufen sind, heißt das noch lange nicht, dass wir das auch mitbekommen haben. Ziel ist diese Ecke. Und beim Kaufmann halten wir doch auch mal an. Wir haben bestimmt etwas Dreck eingesammelt haben. Ne, das Rezept brauche ich nicht. Hier haben wir, glaube ich, tatsächlich schon eins gefunden. Da ist was Dreckverkrustetes. Ich blute. Au. Ich wollte eigentlich auch meinen Bogen haben. Das war das, was wir gefunden hatten, oder? Nein. Schwertgut des Flüchtlings.
Es könnte jetzt dieselbe Stelle gewesen sein, die vorher bekannt ist, da die Orte tatsächlich durchrotieren. So, hier an der Kante. Tatsächlich nochmal weitergelaufen. Ein Ketchup-Sprößling. Nee, ein Kertsch. Hier hinten scheinen wir dann doch Ruhe zu haben. Was machen die eigentlich? Eindringlingen zurück. Schon wieder. Bin schneller als ein Centaur. Dann holen wir uns doch erstmal auch den Transportpanzer. Kommt ihr dummen Viecher. Ja, genau, das ist, was ich will. 6 Wölfe. Leute, kommt hoch, bitte. Zeit, echten Schaden anzurichten. Nein, hier scheint sich nichts Verdrecktes zu befinden. Nehmen wir doch zumindest das Kupfer mit, damit das nicht ganz umsonst war. Der erste Suchort ist quasi hier die Richtung. Da einmal rum. So. Wünschen wir uns Glück. Ja, kommt. Legt euch mit den Wachen an. Nee, das bin ich nicht. Mache ich nicht. Ich habe Besseres zu tun. Ich brauche Hilfe hier drüben. Da vorne scheint schon wieder ein Portal zu sein. Wären hier nicht die ganzen Wölfe im Weg. Da haben wir eine Schlachtkuh. Nochmal ein mysteriöses Gerät. Okay. Es gibt mittlerweile mehr. Nach dem Update sind mehr dazu gekommen. Ich suche nach Gründen für diese Allianz, aber mit wenig Erfolg. Irgendwas hat diese beiden Fraktionen zusammengeschmiedet, aber es war weder Verzweiflung, noch waren es die Diener von Primordus. Ja. Und? Wieso? Hier ist tatsächlich noch mehr. Mysteriöse Geräte. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ich habe nur welche übersehen. Nichts gegen den Ersteller der doch sehr dienlichen Karte. Das sind rote Punkte auf diesem braunen Untergrund etwas schwer auszumachen.
Ja, das Gehöft wird bestimmt noch von mir befreit. Erstmal will ich aber hier. Hier oben hin. Ach, kommt. Wir haben schon wieder viel zu viel Kram dabei. Zumindest ein mysteriöses Gerät, das sollte hier auch sein. Du Brutmutter willst es doch auch. Ah! Ich würde gerne hier oben bleiben. Das war anscheinend ein gutes Timing für die Wurzeln. Jeden Tag neue Gefangene. Nie zuvor haben die Flammenlegion und die Schaffter so viele Gefangene gemacht. Einige werden weggesperrt, andere bringen man zu Waffenversuchen. Davon habe ich noch nichts gehört. Bin mir sicher, dass ich da nicht hin möchte. Das glaube ich. Ja, komm. Jungen Mark Harp hier. Damit befasse ich mich jetzt nicht. Ja, komm. Die Veteranen. Wir kommen weiter. Ja, bisher auch nur ein mysteriöses Gerät. Stille Post haben wir 5. Wahrscheinlich befindet sich tatsächlich dann doch noch ein 6. hier. Ganz unverhofft sind es dann doch wahrscheinlich 6 überall. Ja. Und ich habe auch eine Ahnung, wo. Ah, komm. Kann ja doch ein bisschen mit angreifen. Stimmt gleich noch ein besonderer. Ach, die machen das schon. Was zum Teufel? So, das Erz. Da oben in die Ecke wollen wir. Ach nö. Weiter geht's. Ah, das Gehöft steht wieder.